So, for the next talk for this evening, this is a talk that is personally interesting to me, and I hope. Der nächste Vortrag ist für mich persönlich interessant. Und ich freue mich darauf. Und unsere Vortragenden hier werden uns zeigen, wie man das GSM-Protokoll auf Software-Defined Radio und eine GSM-Base-Station auf Software-Defined Radio laufen lassen kann. Vielen Dank. Thank you for introduction. So, hi everyone. Vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank, dass ihr uns hier eingeladen habt. Mein Name ist Vadim Janitsky. Ich bin aus der Kommunikationsabteilung. Und jetzt bin ich in Telekoms. Ich war vorher mal ein Webentwickler. Und hier ist Piotr. Piotr Krysik. Er ist bei der Warschau Universität für Technologie. Und er sagt, diese Software zu benutzen ist eine gute Idee und sie zu schreiben ist sogar noch eine bessere. Es gibt noch zwei andere Pakete, die ich mitentwickelt habe, Multi-RTL. Und das ist ein RTL, Software-Defined Radio, basierter Kanalempfänger. Worum geht es hier? Wir werden euch zeigen, wie man ein GSM-Mobiltelefon betreibt. Wie ihr das offensichtlich schon wahrscheinlich schon wisst, basieren wir auf Osmocom. Und wir werden euch erklären, was mit der aktuell unterstützten Hardware falsch ist. Und dann zeigen wir euch, wie man das mit dem Software-Defined Radio machen kann und das auch mal vorführen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viele Leute hier schon mal mit Osmocom BB gespielt haben. So, from my experience, when people hear about Osmocom BB, they basically imagine and old Motorola phone. Wenn sie von dieser Software reden, dann stellen sich normalerweise die Benutzung eines Motorola-Telefons vor. It's not a secret for everyone that your phone actually has separate baseband processor that takes. Es ist ja kein Geheimnis, dass das Telefon getrennte CPUs hat, um die Baseband-Software zu fahren und das User-Interface. Your operating system kindly asks the second baseband processor to do that. Und momentan fragt das Betriebssystem auf dem Telefon den zweiten baseband Prozessor diese Arbeit der Kommunikation zu machen. Und da drin steckt eine Firmware und wie auch viele andere Leute vertrauen wir nicht auf diese Firmware. Open source implementation of. Und wir hätten gerne eine Open Source Implementierung davon. And the higher levels of this stack are. Und die höheren Ebenen dieses Stacks sind auf dem PC. Und der Layer 1 ist die Firmware und die ist für Calypso-Telefone. Und jetzt kann man Sprachcalls machen und SMS empfangen. Es ist momentan kein benutzerorientiertes Projekt. Wofür brauche ich so ein Projekt, werdet ihr mich jetzt fragen. Das hängt davon ab, wer du bist. Wenn du ein Student oder ein GSM-Enthusiast, dann wird es dein bester Freund darin, die Software zu verstehen. Wenn du ein Sicherheitsforscher bist, wirst du dich vielleicht für das Protokoll interessieren. Und als letztes haben wir hier noch das Debuggen von dem Osmocom-Projekt.
Vor ein paar Jahren gab es einen Leak von Calypso Source Code und das hat den Osmocom-Forschern erlaubt, auf einem alten Motorola-Telefon selber Software zu schreiben. Und diese Calypso-basierten Telefone, insbesondere das Motorola C1, hat also diese Firmware, für die wir jetzt den Source Code hatten, mit der man diese geheimen oder privatwirtschaftlich entwickelten und geheim gehaltenen Signalprozessoren betrieben hat. Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass diese Hardware nicht mehr gibt. Die wird einfach nicht mehr hergestellt. Und dieser Signalverarbeitungsprozessor, der ist auch nicht vollkommen verstanden. Und das heißt also, wir müssen uns darauf verlassen, dass diese Software funktioniert. Das ist nicht 100% Open Source. Und außerdem lässt sich das auch nicht in GPS-Modus betreiben. Was passiert denn nun, wenn wir versuchen, die Calypso-basierte Firmware durch etwas anderes zu ersetzen? Zum Beispiel durch dein eigenes SDR. Und was ist so ein SDR überhaupt? Ein Software Defined Radio ist ein generelles Funkgerät, mit dem man ja das nicht auf einen speziellen Software-Stack limitiert ist. Es kann also für verschiedene Protokolle verwendet werden, zum Beispiel LTE, Bluetooth, GSM und ja, GSM halt, was für uns dann interessant ist. Die gute Neuigkeit ist, dass dies sehr Open-Source-freundlich ist. Viele Open-Source-Projekte unterstützen SDRs und viele SDR-Hersteller unterstützen halt Open-Source-Programme, um darauf zuzugreifen. Software-Designed Radios sind sehr populär, wenn es um mobile Kommunikation geht. Man kann sein eigenes LTE-Netzwerk oder GSM-Netzwerk aufbauen. Man kann auch einen speziellen Stack von dem LTE ausprobieren und so weiter. Aber können wir jetzt auch das auf einem Mobiltelefon? Ja, das ist da, wo unsere Arbeit dann angefangen hat. Also denkt daran, dies ist allgemeine Hardware. Es hat nicht irgendwie ein Audiosystem oder ein Keyboard oder ähnliches. Und wir machen etwas halt nach Open Source basiertes, etwas, was für Open Source vorgesehen ist. Und ich frage jetzt, wofür ist denn das denn? Das Osmocom BB ist vor allem für Forschung und Entwicklung gedacht und damit könnt ihr jetzt absolute Open-Source-Implementationen von Layer 1 erstellen. Es erlaubt euch, eine andere Hardware-Plattform zu nehmen für Osmocom BB. Jetzt drehen wir in der Zeit etwas zurück und stellen uns vor, dass wir mit einer SDR-Plattform von vorne, von Grund auf beginnen würden. Was würden wir denn jetzt da tun? Auf diesem Bild seht ihr die Osmocom-Anwendung, welche zuvor benutzt wurde, um die höherleveligen Applikationen zu den Firmware zu verbinden. Und die höheren Applikationen haben mit einem seriellen Link kommuniziert. Aber in unserem Fall haben wir keine Firmware. Wir müssen mit dem SDR irgendwie kommunizieren. Nachdem wir kurz in den Source Code von Osmocom BB geschaut haben, haben wir gesehen, dass es da zwei Layer 1 Protokolle gibt. Die sind sehr spezifisch, aber sehr einfach. Und das Gute daran ist, dass das aber halt bereits implementiert ist und auch von anderen unterstützt wird. Das Problem ist, die Osmocom BB Host Applikation hat Layer 2, aber nicht Layer 1 Burst. Das heißt, wir müssen eine Art Burst Encoding selber machen.
Ein anderes Problem ist, dass die Host-Applikationen nicht über das Time Division Multiple Access TDMA sich kümmern. Das ist aber eine sehr wichtige Technologie im GSM. Das heißt, wir müssen das TDMA selber implementieren. Und Osmocom BB wurde unsere Quelle der Inspiration. Und ja, was wir nun gemacht haben, wir haben die allgemeinen Teile von Osmo BTS, von der Base Station, halt separiert. Und wir haben eine Library daraus gemacht, weil ja, die Library quasi aufgeräumt, verschnellert, optimiert. Und wir haben auch ein paar GSM-Strukturen genommen, welche ja, aus dem Osmo BTS. Jetzt haben wir TRXCon, eine Applikation. Das ist, die kann mit höherleveligen Applikationen kommunizieren, aber noch nicht mit dem SDR. Wir können etwas empfangen, aber wir können noch nicht direkt mit dem SDR kommunizieren. Da gibt es das TRX-Protokoll, was zuerst im OpenBTS-Projekt implementiert wurde. Und das wird benutzt, um mit dem Transceiver zu kommunizieren. Der Transceiver hat mehrere Sockets, einen für Ressourcenmanagement, einen für Clock-Frame-Indikationen und eine Hardware für Bursts. Was wir jetzt implementiert haben, Osmocom BB und Osmocom BTS unterstützen jetzt nun dieses Interface. Also warum können wir die nicht zusammen verbinden, um es auf aktueller Hardware effektiv auf Hardware ausprobieren? Wir nehmen das FACTRX Toolkit, das ist ein Python Toolkit, was man nutzen kann, das kann zum Beispiel TRX faken. Es erlaubt euch, das UIM-Interface direkt zur Osmocom-Applikation zu verbinden. Und dann braucht ihr keine Hardware, um mit dem Open-Source-Netzwerk und dem Open-Source-Stack zu kommunizieren. Was ist denn der Anwendung von diesen Tools? You can perform simulation and stress testing without hardware. Also man kann Simulation und Massentest damit durchführen. Und hier ist der letzte Teil. Wir können direkt mit dem Übertragungsteil kommunizieren. Und unsere Anwendung muss Downlink Burst Detection, also und die Demodularisierung durchführen. Yeah, it should follow TDMA, TDMA time system of GSM. Es muss dem TDMA Zeitcode folgen. Currently supported by TRXCon application. Und das wird von der TRXCon unterstützt, aber wir müssen halt das Interface implementieren. Es gibt zwei Programme, die also diese Anforderungen erfüllen. Das ist das Osmo TRX und das ist dazu entworfen. Das ist halt für OpenBTS funktioniert, das ist in C++ geschrieben und wir haben das mit wenigen Änderungen übernehmen können. So also there is GRGSM. Das zweite ist GRGSM. Radio out of three model to das ist ein Modul, das bei GNU Radio im Prinzip ein Contrib ist, eine Hinzufügung, das ist nicht im Tree. Also es ist modular und es lässt sich leicht erweitern. Also wir arbeiten hier bei denen zusammen. Implementing the burst transceiver for das, was ich gemacht habe, ist den Burst Sender zu umzusetzen. Relying on the radio. Und ich GSM project was started from a part of April project that ich verlasse mich auf das GNU Radio und das ist daraus gestartet worden. Und jetzt ist es viel mehr geworden als nur das GNU-Radio. Jetzt empfängt das nicht nur diese
diese einzelnen Blöckchen, sondern es macht auch das Multiplexing. Es markiert die unterschiedlichen logischen Kanäle. Es gibt auch Anwendungen dabei, die demonstrieren, wie man das benutzt und wie dieser Datenstrom reinkommt. Wie die einzelnen Kanäle dekodiert werden. Und es ist eine Dekodierung, die man auch in Wireshark einbinden kann. Und jetzt erzähle ich euch über den Anfangsstatus des Projektes. Wir hatten einen Empfänger und das, was uns gefehlt hat, war der Sender. Wir haben also den GSM-Modulator für die Einzelstückchen implementiert, für die Bursts. Wir haben herausfinden müssen, wie man das Signal von der Base Station da reinsteckt und wie man diese Sende- und Empfangssignale richtig synchronisiert. Und wir mussten sicherstellen, dass wir in der richtigen Art und Weise senden, dass wir mit niemandem in Konflikt kommen. Hier eine kleine Übersicht über GSM. Das Luftinterface, das Welleninterface, das Radiointerface schickt Datensätze, die 8 Zeitblöcke beinhalten. Und diese Pakete die modulieren mit Gauss-Minimum Verschiebungs Zuordnung. So, dann haben wir den Modulator, der von den GSM-Signalen zum Baseband-Signal übersetzt. Und da haben wir die richtigen Komponenten aus GNU Radio verwendet. Es gibt bereits einen Key-Modulator, GSM-Key-Modulator, der das in zum Software-Defined Radio übersetzt. Und dann hätte es eigentlich funktionieren müssen. Die zweite Aufgabe war die Synchronisation. Wir müssen die Burst-Übertragungen zur richtigen Zeit schicken. Es war nicht ganz einfach, aber letztendlich war es nicht sehr groß. Wir haben eine Frame-Nummer und eine Timestamp-Nummer. Und man muss zu einem sehr genau definierten Zeitpunkt die Sendung absetzen. Dafür ist die Hardware-Uhr sehr nützlich, die wir in dem software-definierten Radio drin verwenden, die uns hilft, zu einem genau definierten Moment zu übersenden. Und das empfangene Signal ist auch mit der aktuellen Zeit markiert, was wir da gerade reinbekommen haben. Und der Empfänger kann über diese Metadaten die aktuelle Zeit verfolgen. Und anhand des Signals von der Base Station können wir dieses Signal zuordnen. Der Empfangstime zuordnen. Dieses Paar von Informationsstücken wird genutzt, um die Frame-Nummern und die Zeitnummern einander zuzuordnen und zu synchronisieren, um zur richtigen Zeit zu übertragen. Transmitted by USRP at precisely defined moments.
Also der Modulator, der gibt uns die Teile und die werden dann von USRP zum wohldefinierten Zeitpunkt übertragen. Wir hatten danach noch immer ein paar Verzögerungen, die uns nicht ganz klar waren. Und die waren entweder Teil von unserem Algorithmus oder von der Software-Defined Radio Hardware. Das Diagramm ist hier. Wir haben ein Signal von der Base Station, das in USRP reinkommt. Das ist die Ausgabe von der Empfängerkette, ist der Burst. Da fügen wir eine bekannte Verzögerung von D-Frames hinzu und schicken das dann wieder raus. The received signal, which contains both signals, channelize the received and the light signal. So, und dann haben wir das dem richtigen Kanal zugeordnet. Und dann haben wir angefangen, eine bekannte Anzahl von Frames von dem verzögerten Signal abzuziehen. Und dann versuchen wir, die Blöcke einander zuzuordnen, um die notwendige Korrektur zu finden. Wir messen also, wie die miteinander, die Inputs und die Outputs miteinander verwandt sind. Und so können wir dann den Delay bestimmen, mit welchem wir dann weiterarbeiten müssen. Dann mussten wir verifizieren, dass die Amplitude des gesendeten Signals und was normale Programme wie Osmo BTS oder Osmo TRX, die machen einen konstanten Stream von Samples, aber für eine mobile Station wäre das etwas langweilig, wenn wir einfach einen konstanten Stream von Samples senden würden. So eine Mobilstation muss nur ab und zu mal etwas senden. Jetzt haben wir halt das Burst-Interface benutzt, um die GSM-Bursts zu senden. Und wir senden nur, wenn wir das brauchen. Und so ist es einfacher, die Übertragung zu synchronisieren. Aber es hat auch Nachteile. Hier seht ihr, wie die Signalamplitude aussehen sollte für GSM. Es gibt ein paar Perioden, wo man nicht sendet. Absichtlich. Und das ist, was wir erhalten haben. Und wo sind denn jetzt diese 300 Mikrosekunden von unseren Bursts? Wenn wir das genau untersucht haben, haben wir gesehen, dass nur auf einem bestimmten USRP dies auftritt. Und nur wenn wir senden und empfangen auf demselben Gerät. Und nur unter bestimmten Umständen ist das aufgetreten. Und wenn wir diese Umstände quasi aus dem Weg gehen, dann haben wir ein viel besseres Signal. Aber dann, was ist denn das Ding da vor meinem Burst? Was ist das genau? Es scheint, als ob dies das Ende des vorherigen Bursts wäre, der am Anfang des nächsten Bursts quasi auftaucht. Das ist das Resultat von Verzögerungen beim FPGA, im USRP, im SDR. Und das können wir umgehen, wenn wir am Schluss noch Nullen hinzufügen. Und was wir am Schluss noch machen mussten, ist das Spektrum verifizieren mit einem Spektrumanalysator. Wir haben die Antenne vom SDR damit verbunden und uns das angeschaut. Und
ja, man sieht, dass es halt auch nicht ein ideales Signal produziert, was eigentlich immer der Fall ist. Und das hier ist das Signal, das wir gesehen haben. Man sieht auch die rechts die harmonischen, welche es quasi immer gibt, von der Grundfrequenz 40 MHz. Und jetzt kann man einen Filter darüber anwenden und dann wird das schon mal viel besser. Da war mal mein Teil, hat nun mal funktioniert und jetzt müssen wir noch für den Dämon warten, welcher Vladi geschrieben hatte. Wenn wir mit dem Sender fertig waren, hatten wir etwas in dem Stil. Wir können nur kommunizieren mit einem SDR, mit dieser GSMR TX Applikation und das über unseren Open Source Stack mit verschiedenen Basisstationen. Jetzt möchten wir eine kleine Demo zeigen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich muss da kurz umschalten. So. So, zuerst, das erste, was wir ausführen müssen, ist unser Sender-Empfänger-Programm. So, das startet es. Jetzt müssen wir das Terascom starten, was quasi eine Brücke erstellt zwischen Osmocom und der anderen Applikation. Und am Schluss die Osmocom-BB-Applikation, zum Beispiel eine Mobil-Applikation. Und was jetzt passiert ist, es startet sich mit der Basisstation zu synchronisieren. Und jetzt können wir mal versuchen, uns da zu registrieren. Ja. Das ist klassisch. Wir müssen unsere virtuelle SIM-Karte einsetzen, weil wir im Moment kein direktes SIM-Karten-Interface haben. Probieren wir es nochmal. Und was jetzt passiert ist, wir machen einen Orts-Update-Request im GSM-Netzwerk. Schauen wir mal. So, ja. Wir haben uns soeben in diesem Netzwerk registriert. Was wir jetzt hier machen können, ist einfache Operationen ausführen, zum Beispiel unsere Nummer ansehen. Das ist dieses Signal. So. Die Implementation ist nicht so stabil. Also, wenn ihr mitarbeiten möchtet, seid ihr gerne willkommen. Und jetzt versuchen wir auch eine Erweiterung dafür. Wir versuchen jetzt eine SMS-Mitteilung zu senden. Und wir sollten diese zurückerhalten. Zum Beispiel so. Wir haben einen Kanal. Und hoppla. Versuchen wir es nochmal. Okay, ja. Wir haben die SMS zurückerhalten. Vielen Dank. Ja, jetzt versuchen wir nochmal irgendwohin anzurufen, weil wir ein bisschen Soundanbindung haben. Wir rufen mal eine Testnummer an. Na, endlich. Wir müssen zurück zu unserer Präsentation hier. Also der Status ist hier auf dieser Seite. Ist noch nicht so, wie ich den gerne hätte. Was haben wir geschafft? Wir haben eine volle Open Source GSM Layer 1
Implementierung. Und man braucht keine Calypso-Phones mehr suchen, sondern man kann Software-Defined Radio benutzen. Man kann beliebiges Band verwenden. Zum Beispiel könnte man das Netzwerk im Wi-Fi-Band laufen lassen. Wir sind näher an einer GPRS-Edge-Implementierung dran. Und wir können versuchen, Non-GSM-Audio-Codecs einbinden, wie Speaks oder Opus. Das ist eine neue Hardware-Plattform und das öffnet uns neue Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Zeit und gerne nehmen wir Ihre Fragen an. So, thank you very much, Vadim and Piotr. Unfortunately, we're out of time, so we don't have time to do a Q&A. Okay, wir haben leider keine Zeit für eine Frage oder Frage und Antwort, aber die Leute sollen doch gerne nachher zu euch kommen und fragen. Damit verabschieden wir uns aus der Übersetzungskabine. Es waren Pharma Firma und